Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Terminator Resistance mit Baron und Eierkopf. Ja. Ich sehe auch gerade, wir können mit beiden reden. What do you need? Wollte ich was über Dr. Mack wissen, der hinter mir steht? Anything I should know about Dr. Mack before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Was Mack the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mack and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Ja, zu schön, um wahr zu sein. A little too good to be true. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. Mhm. Oh ja, ich nehme an, auch diese Geschichte hat kein Happy End. I'm guessing there's no happy ending to this story either. You're starting to learn. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? Tja. An infiltrator. In a way. He was a traitor to his race. Achso, doch. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mack. They all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Ja, heftige Story, alter Schwede. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die Menschen sie da abgegeben haben, die sie vorher ausgeraubt haben. Und ja, vielleicht ist sie doch einer. Sie war bei Skynet, sie war im Forschungslabor. Und sie hat ja wahrscheinlich, vielleicht waren es auch andere Funksignale, aber die anderen Typen da in den Tod getrieben. Ach nee, du bist ja Alvin, du bist nicht Mac. Entschuldigung. Also du stehst ja trotzdem hinter mir. Oh, muss ich mit jedem reden. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Ja, ich störe dich nicht. Dr. Eierbirne. Was ich aber nehme, ist das hier auf jeden Fall. Haben wir noch Platz? Ja, zwei Slots. Ich denke mal, mehr als zwei Slots wird sie brauchen. Violettes Plasma. Kann man das mal in Probe nehmen? Hm? Wo ist es denn? Hm.
Skynet Plasma R95? 95, 95. Ja, vielleicht haben wir das so quasi im Backup. Unser Rucksack? Nee, maximal haben wir den schon. Nochmal hacken. Herstellen wir auch nochmal was. Herstellen, Waffen, Tarnung lassen wir mal komplett weg. Oh, wo ist die Waffe? Wir verkaufen erstmal was. Weil sonst wäre sie jetzt weg, das wäre echt blöd. Oh, der hat ja noch ein paar Drohnen liegen. Dahinter liegt noch was. Forschungsprotokoll Dr. Alvin Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltratorhaut unter dem Mikroskop nicht menschlicher, was Epidermis unterscheiden lässt, nicht unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfollikeln, ach keine Ahnung, bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Krass. Die Terminatorhaut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist das Herz-Kreislauf-System der Haut. Oder sollte ich sagen, das Kreislauf-System? Wenn man bedenkt, dass die Infiltratoren ja kein organisches Herz besitzen, die Blutversorgung übernimmt ein mechanisches Kreislauf-System. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. Bestimmt sauer, wenn man dann Schmierzettel wegnehmen. Oh Gott, wir müssen gleich noch mehr labern. Hi, Jacob, vorbeigehen. Do you have a minute? Nein. Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Natürlich. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. Kein Problem. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd be stupid to go there since now it's behind the annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, was soll ich holen? Ihr Ehemann? Oder irgendwie ein Bild wahrscheinlich vom Ehemann. Look at him. He never talks to anyone. He just sits there. I bet he's one of those machines. Oh, Jennifer. Jacob, I didn't see you there. Tja. Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there. Okay. Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Jennifer's Geschichte. Is there something on your mind? Actually, I have a secret to tell you. You've a fan. Patrick really looks up to you. It's good for him to have a role model. And I don't think he could have chosen better. Hm. Ich glaube nicht, dass ich ein gutes Vorbild wäre. Danke dir, das bedeutet mir sehr viel. Das bedeutet mir sehr viel. Thank you. It means a lot. Are you kidding? It's the least I can do for helping us all this time. If you hadn't found us back in Pasadena, I don't know what would have happened.
Well, actually I do. Exactly what the others said would happen. People were talking about the Annihilation Line months before it came. My father, of course, tried to turn it all into a joke. So, knowing your father, it couldn't have been a good joke. No, it really wasn't. But I wanted to believe him. I think we all did. He tried very hard to keep everyone from worrying. Maybe a little too hard. You could feel the mood change at the house. The community my father tried to build started falling apart. Fewer and fewer people were coming by. And if they did, they weren't always friendly. We started to notice things going missing. Little things, at first. People got nervous. And with time, it even got to my father. Tja, hat sie jemals auch dich erfasst? Did it ever get to you? Of course it did. For the first time in my life, there were only the three of us at the house. After a while, my father changed the sign from welcome to beware. He put a lock on the door and started carrying a shotgun. I didn't even know he owned a gun. He always said he didn't believe in them. I wanted us to leave our house and run, but he didn't want to listen. Said it was the only place he could keep us safe. Thanks for letting me spill my guts like that. Kein Problem. Für dich doch immer. Oh. Noch eine Geschichte. Ist alles okay? Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I've been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. Du brauchst es nicht tun, falls du es nicht willst. You don't have to if you don't want to. No, I think I need this. It's been eating at me all this time. That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. Ach, sie hassen doch nicht. What did you do? I made Patrick stay upstairs and went back to talk to my father. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. This time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for a shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. Okay. He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. Es freut mich, dass du dich getraut hast. I'm glad you did. I am too. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Wow.
hat auf den eigenen Dad geschossen. Ja, das waren jetzt zwei harte Geschichten. Wollt ihr mal Zeit, dass sowas kommt? Ach, ich mag dich nicht. Can I see your hardware? Er sieht aus wie einer von denen. So, verkaufen. Diese Waffe wollen wir auch verkaufen. Diese Waffe ebenfalls. Schrotmunition brauchen wir nicht. Und wo ist mein Plasmagewehr? Das kotzt mich ja gerade richtig ab. Wie viel Schaden macht das? 110? Ah, Mikro. Ich will jetzt ungern jetzt hier eine Waffe kaufen. Die finden wir bestimmt auch. Würde ich mal so behaupten. Ah, hier gab es auch eine Wärmesuche und hier eine bessere. Lasergesteuert. Wir haben schon die Lasergesteuerte gefunden. Also dann haben wir die wahrscheinlich irgendwo am Anfang mal übersehen. Die lasse ich nochmal weg. Wenn wir sie jetzt nicht finden. Aber hier, die Jungs waren gut. Davon hätte ich gerne welche. So. Die Raketen nehmen wir auch nochmal ein paar mit. Dass wir auf 10 kommen. Die sind teuer. Gut. Transaktion beenden. Wir gehen nochmal zurück. Why do you think Skynet doesn't? Everyone's leaving. I think we should as well. Vielleicht liegt die Waffe jetzt auf dem Tisch. Ich hoffe es einfach mal. Scheiße, hier war sie ja gar nicht. Sorry, falsch gelaufen. War denn das bei dem Professor im Raum? Nee. Oh Mann. Wo war das? Genau hier. Das gibt's nicht. Ich habe sie auch eingesammelt und jetzt ist sie weg. Es ist doch voll fuck. Scheiße, ey. Das nervt mich gerade. Is it true? I can look human now? Oh, what's with the dog? Gehen wir ohne. Verdammt. Das ist irgendwie, ja, Gebiet verlassen. Hollywood Hills. Dr. Mack ist der Einzige, der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann. Damit wir die neueste Skynet-Waffen nutzen können. Ach, ich muss Hollywood Hills, ja. Jetzt hat's Klick gemacht. Scheiße. Ich kann sie noch gar nicht nutzen. Ich muss sie ja zu dem Doktor bringen. Ach, Heinrich, ey. Ja, man sollte so zu später Stund. Ich nehme gerade mal wieder ein bisschen später auf. Mathilde ist schon, glaube, im Bett. Das Spiel macht mir so viel Spaß. Darum nehme ich so viele Folgen hintereinander auf. Naja. You're alive. What? Why? God damn it! But what does he mean? Get everyone out of the shelter? Das finde ich jetzt mal cool. Waldgebiet hatten wir überhaupt noch nicht in dem Spiel. Das ist mal was ganz, ganz anderes. Keine Blechdosen. Recht friedlich aus hier.
Na, von wo kommt denn dieses Geröll her? So eine Levelbegrenzung könnte man auch anders machen. Altmetall. Wir müssen uns erstmal hier überall umgucken. Oh, ein Uhrenladen. Oh, schwer. Aber das ist ja... Schlösser knacken haben wir eigentlich bei volle Pulle. Da sind wir eigentlich Kings. Sieht aber nicht gut aus. Irgendein bisschen hier. Ah. Fuck. Mann, oh Mann. Dafür haben wir gerade ein paar Dietriche zerballert. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir vielleicht in die Nachbargebäude kommen. Leider nein. Auch das wirkt schon wieder so wie eine Falle. That camera. Dr. Mack! Is that you? The Resistance needs your help. Mac! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. Nee, if you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. So schnell... geht's nicht voran. Die Waffen sind teuer, die Granaten sind teuer. Müssen wir leider mal hier die Shops durchsuchen. Sea Battle. Heavy Fire. Top Games. Irgendwas Burn. Fast aus wie so eine Rüstung von so einem Space Marine. Angel Code. Battle Wage. Ich gucke eigentlich mal nur, ob ihr Rambo-Spiel dabei ist. Was so kacke war. Das hier könnte vielleicht sogar ein echtes Game von denen sein. Cooper's Arena. Vielleicht sind die anderen Spiele auch was von denen, weiß ich ja nicht. Aber kein Rambo. Schade. Plasma Minigun. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Plasma Minigun. Ist aber noch eine rote, ne? Rote, ah. Das
60 Schaden, 500 Feuerrate. Ich rüste mal die aus. Aber ich weiß nicht, ob wir die behalten. Der Infiltrator hat ja auch irgendwie so eine Minigun gehabt. Bloß mit Violettenlaser. Da wäre ich natürlich scharf drauf. Oh, warte mal. Die sind vorhin, glaube ich, in einen Laden vorbeigekommen. Ah ne, da kommen wir jetzt erst hin. Muss der hier gewesen sein. Und da war hier eigentlich irgendwo eine Kiste. Vielleicht war es doch ein Nachbarraum. Das muss eine Kiste hier nahe dran gewesen sein. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch verguckt. Oh, ein Dietrich. Oh, großes Medikit. Altmetall, Handelsware. Schade, komme ich in den anderen Laden nicht rein? An dem anderen war ich drin. Mann, hier waren wir. Ganz kurz nochmal. Nee, der war es nicht. Der war's. Gut. Die Spiele haben mich abgelenkt. Ja, bin mal gespannt auf seinen Test. Fuck. Ja, die Kleinen werden wir im hohen Gras nicht so sehen. Aber ich will jetzt trotzdem mal den hier testen. Ah, they're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not that easily fooled. Haut mich nicht so um. Nee, finde ich nicht gut. Die macht zu wenig Schaden. Wir können sie vielleicht aufbessern. Dann kommt sie vielleicht auch auf 70 oder 80. Aber irgendwie finde ich die besser. Wobei, hier haben wir eigentlich von diesen Dingern genug. Wir können sie einfach mal testweise nochmal aufmotzen, aber ich habe gerade irgendwie mehr erwartet. Suche Zuflucht. Kein Überfallalarm. Keine Warnung. Wir verstehen jetzt erst so langsam, was gerade passiert ist. Offensichtlich wurden wir angegriffen. Nicht von einem Land. Auch nicht von Terroristen. Sondern von einem Computerprogramm. Heute ist der erste Tag, an dem es sicher ist, den Schutzraum zu verlassen. Sie sagen, die anfängliche Strahlung sei endlich verflogen. Also der hat Blechdosen als Test hier aufstellen lassen, oder ist es einfach eine Patrouille gewesen, die jetzt rein zufällig hier so rumfliegt. Waren das alle?
Ja, alles was so klein ist, kann man hier im Gras schnell übersehen. Ah, violettes. Violette Munition. We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind during this test. Mm-hmm. Boah, ich war noch nie so schlecht. Das haben wir schon echt besser hingekriegt mit dem Aufmachen, dem Knacken. Nehmen wir mal die Wumme. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Na gut, 8 Feinde. Und mir wird jetzt schon keiner gezeigt. Speichern. Oh, Handelsware. Im Inventar haben wir noch Platz. Okay. Typhus, Zeitschrift. Werden wir Kunst von einer Maschine jemals erkennen? Wenn man das Los Angeles Modern Art Museum regelmäßig besucht, dann sind die Chancen gut, dass man ihre Werke bereits gesehen hat. Die jüngste Ausstellung im Modern Art Museum mit dem Titel Farben des Abstrakten wurde vollständig von einem Computerprogramm namens Ines geschaffen. Ines malt schon seit Anfang der 1970er Jahre. Gail Wischer, Ines Schöpferin, hätte sich niemals vorgestellt, dass ein einfacher Algorithmus letztendlich autonom werden würde. Es braucht mich nicht mehr, sagte sie. Könnt ihr mal googeln und mal in den Kommentaren schreiben, ob das ausgedacht oder Fakt ist. Wäre ja lustig. So. Haben wir ja schon was gelernt, ne? Laserfalle entfernen. Laserfalle entfernen. Können wir mitnehmen, verkaufen. Oder selber nutzen. Selber nutzen ist eigentlich auch die Idee. Genau wie die Haftminen. Wenn man so einen Scheiß doch hat, sollte man es nochmal nutzen. Ah. Okay. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Fick dich. Hab ich gesehen? Das ist doof. Das ist richtig doof. Kuh zum Heilen, er hat's mitgekriegt. Los! Oh.
Fuck. Ah, dass wir so lange überlebt haben. Ich dachte, in der Küche wäre schon Schluss. Als er uns da quasi schon gesehen hat, dachte ich mir, jetzt ist vorbei. Okay, okay, okay. Scharfschützengewehr. Weiß ich gar nicht. Ich versuche mal einen zu messern. Oh, ich kenne dich. Kann ich? Oh, er sieht mich. Ich bin tot. Scheiße. Hat mich erwürgt. Okay, Nahkampf können die auch. Fuck it. Okay. Nächste Idee. Wir gehen nochmal zu den Sprengsitzen. So. Weißt du was? Ach, verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Ich habe schon einen Plan. Ich glaube, wir müssen nur die ersten zwei wegkriegen. Dann dürfte das kein Problem sein. T820. Skynet Plasma V96. So, dann nehme ich doch wieder die Haftminen. Vielleicht können wir die nochmal gebrauchen. Den Skynet-Plasma nehmen wir. Und die Plasma-Munition. So. 120 Schaden. Jo. Die kann ich schon nutzen, oder was? Deine Waffenfertigkeit ist zu niedrig. What? Nein! Nein! Ich hab's, glaube ich, schon mal gelesen, aber es war erst bei Stufe 5. Oh, fuck. Scheiße, jetzt bin ich sauer. Kacke, ey. Jetzt kann ich das Plasmagewehr nicht einsetzen, oder was? Hm? Mal gucken, ob die auch mehr aushalten können. Nee. Ach, jetzt ist keiner da, oder was? 7 Stück haben wir noch. Ja.
Wir haben eine andere Legierung, hä? Scheiße. Wow. Alter, wir müssen voll umdenken. Wir haben überhaupt keine Chance gerade gegen die. Das ist richtig scheiße. Ja, Raketenwerfer zur Not. Also das Scharfschützengewehr kannst du knicken. Puh. Müssen wir mal ein bisschen Attacke hier. Ey, wir müssen unbedingt aufsteigen. Gut, ich sollte irgendwie leiser sein. Der hat mich gehört. Und wir müssen jetzt echt in dieser Ansicht arbeiten. Scheiße. Bootet. 18%. Hat seinen Arm verloren. Wo rennt der richtig? Schrecklich. Okay, okay, okay. Die brauchen wir. Wir müssen die irgendwie immer schwächen. Und erst dann können wir sie terminieren. Fuck, es sind zwei in einem Raum. Ein Schalldämpfer wäre echt gut. Der Geschichte. Oh!
ist der Ausgang? Hier war doch was. Ah, fuck. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt haut das Spiel richtig rein. Wir hätten unbedingt schon längst Stufe 5 bei den Waffen sein sollen. Haben sollen. Das ist ja... Das fuckt gerade einen richtig ab hier. Ah, nur weil sie jetzt diese bessere Legierung haben, kriegen wir sie einfach nicht Platz. Können wir jetzt eigentlich mal hier die Haftminen hier benutzen? Siehst mich nicht. Okay. So weit, so gut. Den hätten wir schon mal. Ich sehe schon, das wird eine lange Folge. Es tut mir leid. Verstecken wir uns dann gleich für den, wenn er mal kommt und sich umdreht. Der kommt ja gleich. Spar mal die Haftminen. Das scheinen hier die schlimmsten zu sein. Wie kriegen wir die weg? Hier drin keine Waffe auswählen. Pistolenmunition, das sieht doch keine Sau. Wir machen es anders. So. Keine Waffen mehr genommen? Wie läuft das mit den Haftminen? Jetzt habe ich es verstanden. Gar nicht so doof. Oh. Ah, falsch rum. Nein, das gibt's doch nicht. Letzter Versuch. Scheiße, ey. Also ich weigere mich noch hier auf Stufe in eine Stufe runterzuschrauben. Wir spielen gerade auf schwer, weil es sonst eigentlich immer gut ging. Aber jetzt sind wir hier echt am rumkrepeln.
brauchen unbedingt diese violetten Waffen. Ihr glaubt nicht, wie wichtig das jetzt ist. Die Messer. Ich müsste es doch auch hören, oder? So, ja, setz dich mal in den Stuhl. Hier liegt überall noch Zeug. Ich glaube eigentlich so. Das Sammeln könnte man auch nochmal später machen, falls man überlebt. $50 pro Messerchen. Jetzt sollten wir uns mal zurückziehen. Die Dinger sind super. Oh. Zwei haben wir noch. Drei noch. So weit waren wir noch gar nicht hier, ey. Ich könnte noch ein bisschen. Munition und so gebrauchen. Ja, solche Haftmin-Dinger brauchen wir. Genau sowas. Wo geht's denn hier hin? Den Gang gucken wir uns zum Schluss an. Jetzt kommt der interessante Teil. Einer geht da lang.
Ja, komm. Hm? Nein! Ich weiß nicht, ob die in der Zeit X sich auflösen. Sonst haben wir, wenn nicht, haben wir gleich zwei Explosionen. Super. Ja, das ist Wahnsinn. Wir finden die ganze Zeit Sprengsätze, aber hier, die müssen wir erst noch bauen. Scheiße. Oh, der hat überlebt. Nein. Zack, Gesicht. Aber man hört ihn. Für dich. Nur umgebumst. Der weiß schon, wo ich bin. Weiß, wo ich bin, Sackgesicht. Der andere ist noch weit weg. Bildqualität perfekt, ja. Kein geeignetes Bild gefunden, auf die Wand gefilmt. Ich hab echt Angst, der macht mich auch. Nur seinen Arm verloren. Okay. Das ist mein Backup. Oh. Mein Backup hat mir geholfen. Aber auch er hat seinen Arm schon verloren. Puh. Jetzt erstmal wieder normalen Waffen rein. Das hat ganz schön viel Geld gekostet. Munition kaufen war. Ich hoffe, dass das, was da drin ist, lohnt sich. Zu Tode gebadet.
Also das Geld ist ein Minusgeschäft gewesen. Das kriegen wir hier nicht rein. Das Schlimme ist, wir können immer noch keine Plasma-Sachen. Ich guck nochmal. Nicht, dass ich einen übersehen habe, weil so weit waren wir noch gar nicht. Ich würde das auch gerne demnächst speichern. Handelsware. Haben wir es echt geschafft? Kann es kaum glauben, aber... Scheint so. Wenn man natürlich die Stufen 5 schon hätte... There's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different test. Okay, die Folge geht schon lange genug. Waren wir da drin? Ja, ne? Aber hier... Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal einen Break. Weil ich dachte, da wäre jemand... Und danach geht's weiter. Oder nächstes Mal geht's weiter, sagen wir mal so. Für mich geht's gleich weiter, für euch nächstes Mal. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst doch mal für den Widerstand ein Abo. Unterstützt den Widerstand, unterstützt Heinrich, unterstützt die Rebellen gegen Skynet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.